Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Ecclesion. Heute geht es wieder um die persönliche Geschichte meines Char-Krieger. Aber vorher habe ich mir gedacht, ich zeige euch ein Jumping-Puzzle, bei dem ich gleich mal ausrutsche und es vermassel. Das ist eines der leichteren Jumping-Puzzles, weil es natürlich noch im Startgebiet der Chars ist. Ebenso ungefähr in der Mitte des Videos wird es ein zweites geben. Ich wollte damit einfach mal kurz versuchen, wie sich das so macht in einem Video. Ob das eigentlich gut unterkommt. Vor allem kann man mit so Jumping Puzzles ein bisschen die Videos strecken und sie interessanter machen vielleicht und mir ein bisschen mehr Zeit zum Reden geben. Ich denke mal, dass es nicht allzu schlecht ist. Und das Interessante ist jetzt hier, da habe ich auch eine kleine Information für euch. Diese Statue, das ist die Statue von Paya Fierceshot und er war der Char, der die anderen Char-Legionen quasi vor der religiösen Tyrannei der Flammenlegion befreit hat. Von daher können Jumping-Puzzles auch recht informativ sein, vor allem in so einem Video, das sich einigermaßen um Story dreht. Ich denke mal, die meisten, die sich diese Videoreihe von mir anschauen, die wollen Informationen zu der Story haben. Und ihr seht auch ungefähr, wo man das alles finden kann. Hier und da wird es wie immer ein paar kleine Schnitte geben, damit es natürlich weitergeht. Und die nächste Quest heißt The End of the Line und bedeutet quasi das Ende der Strecke. Damit ist quasi zu verstehen, dass wir jetzt wahrscheinlich unser letztes Mitglied finden. Wir sind ein ganz kleiner Warband. Wir brauchen nicht wirklich viele. Und hier bei den Decimus Stones ist es so, dass quasi die Kriegsmeister von den Ascalonien begraben wurden. Und deswegen wimmelt es hier vor Geistern. Es gibt wirklich viele Geister hier und das werdet ihr auch in Kürze mal sehen. Fire on the Wraith. Ritlock Brimstone sent me. Ah, my old friend Ritlock. He must want to ask one last thing from me before I die. Not quite. He and I both want you to join my warband and leave dying till much, much later. Come with me and start a new life. New beginnings are for the young. I'm old, and I only have one thing left to do. Slash Warmaster Kalar's throat. Unless you can put down a ghost for good, Warmaster Kalar will just come back again. My comrades howl for justice from their shallow graves. I'm not leaving here without evening the score. Then we'll purify this crypt in their honor. If you survive, you join us. If not, then I'll come back as a ghost myself and keep killing these Ascalonian devils forever and ever. I know how you feel. When my warband died, I wanted to kill everything. Let's get Kalar and clean out this crypt. Maybe then my warband can rest. Okay, wir sollen ihm helfen, quasi Geister zu töten. Oh, Gegner? Wo? Okay. Ah, da sind sie, okay. Also, Fionn will quasi, dass wir seine alten Kameraden retten. Die, die das nicht wissen, Fionn hat seinen kompletten Warband verloren, während er von askalonischen Geistern in einen Hinterhalt gelockt wurde. Und die sind alle tot. Und hier könnt ihr noch ein bisschen weitere Dialoge von den verschiedenen Mitgliedern hier lesen. Das bleibt wie immer euch überlassen. Und wir machen uns jetzt quasi auf hier einige Geisterärsche zu versohlen. Und was auch noch interessant ist, Fionn wird quasi das Gespenst genannt. Die Frage ist jetzt, ich habe das nicht wirklich recherchiert, das ist mir, um ehrlich zu sein, nicht eingefallen. Der Name, der kommt entweder davon, dass er quasi sein Warband so verloren hat, oder was eher der Fall wäre, sein Name kommt von seiner Kampftaktik. Er mag eher das Verstohlene. We ain't skulking field mice like those ash maggots, but we can avoid some fights if we stay low. Wie man schön daran gelesen hat. Er mag die Aschenlegion eigentlich nicht. Die meisten aus der Blutlegion mögen die Aschenlegion nicht wirklich, weil die Aschenlegion, die konzentriert sich eher auf Verstohlenheit und ist quasi feige. Und er ist aber da ein bisschen eine Ausnahme. Er mag sie nicht, aber trotzdem mag er ihre Kampftaktik und er weiß, dass es manchmal intelligenter ist, so zu kämpfen. Hinterhälte quasi auszumachen und einzusetzen oder einfach sich mal vorbeizuschleichen an eine Patrouille.
Denn es ist nicht immer klug, einfach mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Wie ihr wahrscheinlich mir auch zustimmen könnt. Und hier wieder eine kleine Dialogstelle. Und wir nehmen jetzt so eine Eisenstange. Wie ihr sehen könnt, mit der Zweifähigkeit können wir quasi den Gegner stunnen, also betäuben. Es funktioniert wunderbar bei diesen Geistern, vor allem mit dem Schild. Also das Ätzende ist, die mit dem Schild, die können quasi blocken. Und wenn ihr dann weiter drauf haut, passiert Folgendes. Jedes Mal, wenn er blockt, kriegt er Feuerschaden. Was extrem ätzend ist. Wobei, um ehrlich zu sein, überhaupt Gegner mit Schildern, die blocken, habe ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen, seitdem ich das Char-Gebiet verlassen habe. Ich weiß auch nicht wieso. Meistens kämpft man gegen Wildtiere oder irgendwelche Trolle oder Fledermäuse. Imps. Ich hasse Imps. Und ja. Alles, was Magie-Schaden macht, hasse ich. Ich hasse es. Weil die machen so viel Schaden. Das ist das größte Problem eigentlich. Meine Rüstung hilft da leider nicht. Okay, wir können uns hier quasi entscheiden, ob wir die Patrouille mitnehmen wollen oder nicht. Wir nehmen so quasi einen Mittelweg. Wir versuchen, einige Gegner schon vorauszuschalten und dann nehmen wir die Patrouille mit. Denn wir sind hier, um Geister zu töten und nicht Geister zu verschonen. Ich habe jetzt schon öfters gesagt, Geister töten. Geister kann man rein theoretisch eigentlich nicht wirklich töten. Sie kommen wieder. Nur, sobald man quasi die Geister besiegt hat, dauert es eine Weile, bis sie wieder auftauchen. Von daher kann man eigentlich von Töten sprechen. Das Problem ist aber nur, wie gesagt, sie kommen wieder. Und das bemängelt auch unser Krieger an der Einstellung von Fion in Ridlock. Und ja, meine Wenigkeit könnte ich sagen, wollen, dass Fion quasi seinen Todeswunsch aufgibt und endlich in unser Warband dazukommt und ein neues Leben beginnt. Er kann das aber noch nicht, denn er will unbedingt, dass der Kriegsmeister Kayla stirbt. Nur, er kann halt nicht sterben, aber ja. Sie wollen quasi ein 1:1 Stand haben. Und Eury ist wie immer sehr amüsant. Es ist natürlich nicht nobel, selber zu sterben, aber es ist nobel, jemand anderen zu töten. Ja. Ach, ich liebe die Char. Vor allem Eury. Ich kann es kaum beschreiben, sie ist einfach irgendwie die coolste. Ich habe auch andere Companions gehabt, Begleiter, wie zum Beispiel auch Dinky. Dinky war ein Guardian, der, ja, ein bisschen zurückgeblieben ist. Aber er war lustig. Und er war simpel. Und was ich auch interessant finde, dass Fion quasi Kayla riechen kann. Wie riecht ein toter Geist? Riecht er nach Verwesung? Wobei, können eigentlich Geister riechen? Oder riecht er nach Ektoplasma? Riecht Ektoplasma? Ich kenne mich überhaupt nicht mit Geistern aus. Falls ihr das wisst, einfach kommen, schreiben. Ich lese sie gerne und ich beantworte sie auch gerne, wie man ja einigermaßen mittlerweile wissen sollte. Ich glaube, das sind die zwei letzten Geister. Und dann soll es gegen Kayla in den Kampf gehen. Und ja, die Geister zum Beispiel, die haben jetzt schon ein bisschen mehr drauf, haben zum Beispiel zwei Spezialfähigkeiten oder Spezialattribute im Vergleich zu den anderen Gegnern, die wir bisher hatten. Wir kämpfen immer noch mit unserem Vorschlaghammer. Ah, da ist er ja. Und der blockt auch. Was total ätzend ist. Aber sonst, sein Schwert sieht riesig aus, macht jetzt aber nicht so viel Schaden und er hat leider sonst nicht wirklich Spezialfähigkeiten. Das Blocken, das müsste eigentlich dazustehen, aber ja. Und Fion, da macht klar, dass er quasi das für seine gefallenen Kameraden macht. Der Geist, der will quasi Ascalon nicht aufgeben, aber ja. Sie haben eigentlich verloren. Sie wollen es aber nicht zugeben. Blöde, blöde Geister. Die gleichen Dialogoptionen wie vorhin leider. Nichts Neues. Schade. Reporting. Maybe now my brothers and sisters can find rest in the mists. You silence Kalar. They'll find satisfaction in that. Maybe this old cuss has a few fights left in him. You still have room in your ranks? I do. Welcome to the Warband. So, okay. Und er gehört jetzt uns. Ja. Fion ist jetzt Mitglied in unserem Warband und wir können hier uns wieder eine Belohnung aussuchen. Level up auch gleichzeitig.
Am Anfang passiert das recht häufig. Später weiß ich leider nicht, weil ich habe das ein bisschen ausgelevelt. Wenn dieses Video erscheint, bin ich schon Level 45 eigentlich. Und es gibt noch 6 Parts insgesamt, die gedreht wurden. Beziehungsweise eigentlich noch 5. Hier wieder ein Jumping Puzzle, wobei nicht wirklich so ein großes Puzzle. Man muss einfach nur sehen, wie man da hochkommt. Das konntet ihr eben sehen. Das liebe ich auch an der Schwarzen Zitadelle, diese Statuen von wirklich wichtigen Chars, die einigermaßen was quasi zu tun hatten mit der Char-Geschichte. Das kann man sich alles durchlesen. Ich glaube, ich mache vielleicht irgendwann ein Video, wenn ich nicht drauf vergesse. So ein bisschen, ja, Schwarze Zitadelle Erkundungsvideo und Geschichte dazu, wo man sich die ganzen Statuen ansieht. Und diese Position werden wir auch häufiger besuchen, denn das Büro von Ridlock Brimstone, dem coolsten Char, den es gibt. Zumindest nach meiner Meinung. Und hier ist unser Warband quasi komplett, zumindest für den Moment. Ich weiß nicht, ob es später noch größer wird. Wir befragen jetzt einfach mal alle. Unsere Alexis, die ja, ist ganz formell noch mit uns. Der Feiern, da denkt sich, Ridlock ist eigentlich jung. Naja, eigentlich ist er nicht so jung, aber für Feiern ist er jung. Und Eury ist Eury. Was soll man dazu viel sagen? Good news, Tribune. Feiern the Wraith has joined my warband. Well done, Legionnaire. And just in time for your next assignment. Rage Steeltongue, one of Steelbane's thugs, has become a problem. After you took over, he joined the Flame Legion. He's determined to bring you down at any cost. I'll drag him back to blood by the scruff of his filthy neck. No. There's a time for mercy, and a time for mercy killing. I'm not giving Rage the chance to betray Blood Legion twice. Then we'll give him a real torch party. Good. Meet me down by the Citadel Gates when you're ready to deploy. Dismissed. Okay, wir dürfen uns um Rage Steeltongue kümmern. Ich habe schon in einem vorigen Video gesagt, ich mag ihn überhaupt nicht. Er ist irgendwie so schmierig und so. Und wir werden dann in diesem Video auch herausfinden, was seine richtigen Motive sind und wieso er so ist, wie er ist und was er eigentlich vorhatte. Aber zuerst müssen wir mal herausfinden, was los ist. Und zwar, Rage ist quasi zur Flammenlegion übergelaufen, weil er ein machthungriger Bastard ist. Und bis jetzt sind eigentlich alle Machthungrigen zur Flammenlegion übergelaufen. Aber wir treffen uns jetzt mal mit den ganzen Leuten vor der Schwarzen Zitadelle. Und das Schöne ist an der Quest, sie heißt Rage Suppression, also Wutunterdrückung. Und Rage ist, naja, der Name von Rage Steeltongue und Suppression Unterdrückung, also sollen wir ihn unterdrücken. Ka-ching. At ease, Legionnaire. Ready to get started? More than ready, Tribune Brimstone. What's our next move? That mongrel toady, Rage Steeltongue, was spotted in this area. Start with those cattle ranchers. Find out why they're here and if they've seen anything unusual. Get moving. Sir, yes, sir. Okay, wir dürfen jetzt mit einem Rindzüchter reden. Oder einer Rindzüchterin, um zu erfahren, was los ist. Was sehr spannend ist. Und zwar sagt sie, dass quasi ein Legionär vorbeigekommen ist und ihr gesagt hat, sie soll ihre Rinder zur Schwarzen Zitadelle führen. Und dass er ihr geholfen hat dabei. Was könnte das heißen? Was hat er mit den Rindern angestellt? Schauen wir einfach mal nach. Okay, das Rind riecht normal nach Leder und nach, ja, allem möglichen Zeugs. Okay, das Rind riecht komisch. Ein glücklicher Char, er hat es noch rechtzeitig weggeschafft. Ja, zwei von denen explodieren einfach, weil Rage hat sich gedacht, bauen wir ein paar Bomben. Und sehen, was passiert mit der Schwarzen Zitadelle, indem wir Chaos anrichten und die Verteidigung ein bisschen einschenken. You know, if I wasn't looking at a big pile of cow chunks, I'd be laughing. Laugh later. Right now, I need to know where those Flame Legion imposters went. They headed deeper into town. You'll find them if you go that way. Lead the way, Legionnaire. Rage just got promoted from mongrel toady to serious threat. Rage was one of us once. We should be the ones to put him down.
Ich mag den Char-Humor und vor allem den Sarkasmus der Char. Und wir haben jetzt die Aufgabe quasi, dadurch, dass Rage auf einmal quasi zu einer ernsten Bedrohung wurde, die Aufgabe quasi, die Stadt zu besuchen und zu sehen, was da los ist. Ja, Fionn will auch nicht, dass Rage da irgendwas kaputt macht. Die schöne Stadt. Die haben so lange daran gebaut und er will sie quasi zerstören. Okay, und hier erfahren wir, dass quasi eine Inspektion durchgeführt wurde an den Waren, an den, ja, Versorgungsmaterialien. Das kann irgendwie nicht stimmen und wir haben jetzt gemerkt, okay, das war eine Falle. In den Kisten waren Fire Imps versteckt und andere Elementarviecher. Und wieso muss es immer Feuer sein? Und genau wie ich vorhin gesagt habe, ich hasse Magieschaden und hier kriegt man tonnenweise davon. Und das Schöne ist, dass vor allem diese kleinen Imps einen treffen können, auch wenn man zum Beispiel ausweicht. Ja, also Ridlock ist wirklich pissed. Er ist sauer auf ihn, sehr, sehr sauer. Und weil er Feuermagie, Flammenlegion, beides sehr, sehr gehasst unter dem Charme. Und ja, es ist einfach nur ätzend, was dieser Rage Steel Tank so alles sich ausgedacht hat, um quasi die schöne schwarze Zitadelle down zu kriegen. Aber wir haben hier ungefähr noch 2 bis 3 Packs. Und das Ätzende ist wirklich, dass diese kleinen Fire Imps einen treffen. Sie machen quasi keinen Projektilschaden, sondern der Schaden von denen, ihre Spells sind Hitscan. Das heißt, sie treffen einen. Oder sind quasi, indem man ins Ziel genommen wird, wird man automatisch getroffen, solange man in der Reichweite ist. Egal, ob man nach links oder nach rechts ausweicht. Ja, 2 Packs noch. 2 noch von denen. Und diese blöden Kisten lassen mich nicht ausweichen. Was ich auch irgendwie doof finde. Die Dinger, die sind ungefähr kniehoch. Nicht einmal. Knöchelhoch. Und ich kann nicht über sie springen. Wieso? Wieso, Arena nicht? Das Spiel ist gut, aber so Kleinigkeiten, Okay, und diese Feuerfallen am Boden sollte man auch ausweichen und dann sieht man schön 83 HP und ich werde trotzdem getroffen, obwohl ich mich wegbewegt habe. Bastarde. Man kann die ganze Zeit einfach die 1-Taste drücken, bis quasi ja, ein Gegner down geht, dann steht man auf. In den meisten Fällen funktioniert es. Wir wechseln mal hier auf den Bogen, mal schauen, ob das besser funktioniert. Naja, wird knapp. Überleben wir es, bevor der down geht. Ah, noch einer ist über. Und Feuer. Ja, toll. Wir liegen wieder im Dreck. Was einigermaßen buggy ist, ist der 3-Skill, habe ich gemerkt. Man kann mit dem 3-Skill quasi aufstehen und weiterkämpfen. Und ja, man kann quasi aufstehen, weiterkämpfen und normalerweise müsste man dann einfach den Gegner killen und dann würde man einfach weiterleben. Nur manchmal reicht das irgendwie nicht aus und man fällt trotzdem tot um. Was wir jetzt gehört haben, Steel Tank scheint irgendwie mit der Flame Legion was zu haben. Irgendein Abkommen oder sowas. Und wir schauen mal nach, ob die wirklich Verbündete sind, aber er kann das nicht alleine schaffen. Das geht nie. What happened to you, soldier? It was a Blood Legionnaire. He seemed friendly, but when he clapped me on the shoulder, all the strength just drained right out of me. He took my clothes, my boots, my entire kit. Tell us where he went, and then get yourself to the infirmary. He was headed for the scrapyard. Give him a good thrashing for me when you find him. Auf geht's zur Mülldeponie. Echt gemein. Der hat den Typen einfach ausgezogen. Wollte wahrscheinlich an die Uniform rankommen. More dazed soldiers staggering around in their skivvies. Either we're on the right track, or we missed the best party ever. Okay, das ist auch nett. Entweder wir sind auf der richtigen Spur oder wir haben die beste Party überhaupt verpasst, denn die sind irgendwie total neben sich und nackt. Did you get the gear? Got it right here. Put it on and you'll have free run of the place.
They won't figure out they've been infiltrated until the damage has already been done. It's over, Steel Tongue. I took down that coward Steelbane, and now it's your turn. Just tell me one thing. Why? Why'd you betray us and join the Flame Legion? Too proud to serve your new Legionnaire? I had it all set. That coward Steelbane was the only thing between me and taking over this warband. Then you came along and beat me to it. At the end of the day, I don't care whose banner I serve under, as long as I'm the one giving the orders. Like right now, boss, I'm ordering you to die. Also hier kann man schön sehen, dass er wirklich einfach nur an Macht interessiert ist. Alles andere ist ihm total egal, wen er dient oder wen er unterstellt ist. Er will einfach nur Befehle geben können. Und das ist ziemlich dumm, aber irgendwie kann man ihn teilweise auch verstehen. Ich meine, ich bin einfach daher gekommen und habe mir die Macht hier unter die Fingernägel gerissen und habe gesagt, aha, ich bin der neue Legionär. Nein, eigentlich habe ich es nicht so gemacht, aber trotzdem. Man kann ihn ein bisschen verstehen, aber irgendwie ist er trotzdem ein schmieriger Idiot. Von daher. Und Eury will unbedingt, dass wir ihn töten und das werden wir auch machen. Denn Ridlock Brimstones Befehle waren klar. Wir sollen ihn töten. Es gibt Zeiten, in denen man quasi Gnade zeigen kann und es gibt Zeiten, in denen man einfach gnadvoll jemanden töten soll. Gnadvoll. Interessantes Wort. Und ja, es kommen einige Wellen von Gegnern an, bis wir ihn dann killen können. Er ist manchmal auch immun gegenüber Schaden. Auch etwas Ätzendes. Jetzt können wir ihn angreifen, wobei es trotzdem immun, bis seine Verstärkung kommt. Und dann können wir erst Schaden machen. Das Spiel, das will unbedingt, dass wir quasi länger kämpfen und ihn nicht einfach fertig machen mit einem geschickten Hammer gegen Kopfschlag. Ich mag meine Hammer gegen Kopfschläge. Die sind sehr effektiv, ja. Wenn da auf einmal ein Loch im Kopf ist, dann lacht es sich nicht mehr so schön. Und hier zuerst mal die Verstärkung ein bisschen ausschalten. Aber er ruft immer wieder neue, wenn man halt zu lange braucht, um ihn quasi auszuschalten. Von daher, ja, sollte man auch ordentlich draufschlagen. Hier ruft er wieder neue. Und die kommen auch an. Aber er ist fast down. Von daher ist fast schon egal, ob wir auf ihn einschlagen oder seine Verstärkung. Seine Verstärkung macht jetzt auch nicht großartig viel Schaden. Wie der Flammenlegionär da war, gab es ein bisschen mehr auf die Fresse. The Flame Legion must be getting desperate if they're resorting to cow bombs. Desperation is a weapon, Legionnaire. If they're targeting our defenses, they're planning a major assault on the city. Tactically, a night attack makes the most sense. When it comes, I need you and your warband in the field. When the fighting starts, your orders are to maneuver behind their frontline troops and take out the rear guard. Without mages and artillery to support the main force, they'll never breach the Black Citadel's walls. It's an important job. Can you handle it? My soldiers are ready, sir. We won't let Blood Legion down. Good. Dismissed. Okay, wir haben von Ridlock Brimstone gerade einen Spezialauftrag gekriegt, in dem wir quasi ja, die Spielzeuge von den Flammenlegionstypen quasi ausschalten dürfen. Und außerdem auch noch ein paar Schamanen von denen ausschalten dürfen. Das wird es aber erst im nächsten Teil geben, denn wir sind mit dem Teil so ziemlich fertig. Ich werde, nachdem ich hier ein bisschen Inventory Management gemacht habe, ja, einzelne Mitglieder befragen und zu sehen, was die so zu sagen haben. Von euch würde ich mir gerne wünschen, ja, Feedback zu kriegen. Vielleicht vor allem zu der ganzen Sache mit den Jumping Puzzles, ob ihr das ja, in den nächsten Videos einigermaßen sehen wollt oder ob ich da extra Videos zumachen sollte. Vor allem zu den komplizierteren Jumping Puzzles wird es sowieso extra Videos geben. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Das Video wird noch ein bisschen weiterlaufen. Und bis zum nächsten Mal in Guild Wars 2. Watch yourself, Cub.